Libertas Haus, Libertas Haus, Libertas Haus, Libertas Haus, Libertas Haus. Hallo und willkommen zum 18. Abschnitt. Es geht auch gleich los, wenn mein Computer macht, was ich will. Grömlitz, Spätsommer 2012. Glattgeschnittene große Steinflächen liegen wie Terrassen geschnitten übereinander geordnet in den noch warmen Strahlen der letzten Sommersonne. Da die großen Gutshöfe im 19. Jahrhundert das Recht und die Pflicht hatten, Straßen zu errichten und zu erhalten, wurde jedem das Abbaurecht für den harten roten Porphyr zugestanden, einem vulkanischen Gestein, das den Kern dieser Gegend bildet und zu jedem Gutshof gehörte, von jeher ein Steinbruch. Der Steinbruch von Libertas Haus ist ein tiefer, mit glasklarem Grundwasser gefüllter Krater, dessen glattgeschnittene Wände von der Sohle aus mehrere Meter hoch in den Himmel ragen und einen Eindruck davon vermitteln, wie viel Stein damals abgebaut wurde. So tief sei er, so sagt ein Dorfgerücht, dass auf seinem Grund eine alte Lokomotive liegt, auf ewig menschlichen Blicken verborgen. Die glatten Schnittflächen am Ufer sind für die Badenden willkommene, sonnengewärmte Liegemöglichkeiten. Tammy liegt hier auf einem bunten Badehandtuch, neben sich Anne, das einzige gleichaltrige Mädchen aus dem Dorf. Eine üppige, blonde Schöne, stets ein bisschen gelangweilt und auf der Suche nach Zerstreuung. Mit den Füßen im Wasser spritzen und kreischen Charlotte und Annes kleine Schwester Lisbeth. Manchmal trifft die großen Mädchen einen Wasserspritzer, woraufhin sie empört aufquietschen. Ansonsten stört kein Laut die träge sommerliche Stille. Ich rauch mal eine, sagt Anne langsam und setzt sich auf. Ach nee, murmelt Tammy, ohne die Augen zu öffnen. Das stinkt so. Egal. Anne sucht in ihrer Badetasche nach ihren Zigaretten. Oh nee. Was denn? Tamara liegt noch immer unbewegt auf dem Bauch, doch der alarmierte Ton in Annes Stimme lässt sie den Kopf heben. Na, der da. Anne deutet nach oben in Tammys Rücken. Klar hebt sich die Silhouette des Jungen vor dem Himmel ab. Unbeweglich wie eine Statue steht er am oberen gegenüberliegenden Ufer, das etwa 10 Meter steil über der Wasserfläche aufragt. Langsam, sich die Blicke der Mädchen bewusst, hebt er die Arme über den Kopf. Oh, mein Bruder ist so ein Angeber, murmelt Charlotte. Auch die kleinen Mädchen haben ihn inzwischen entdeckt. Er wird doch nicht, stammelt Tammy fassungslos, die sich aufgesetzt hat und den Jungen gebannt beobachtet. Doch, Anna hat ihre Zigaretten gefunden und schüttelt sich betont langsam eine aus der Packung. Der wird. Die Jungen springen von da oben runter. Reine Angabe. Aber tief genug ist es, also keine Angst. Federnd drückt der Junge sich ab wie ein Tänzer, steigt sein Körper zunächst an und streckt sich dann in einer fließenden Bewegung nach unten, senkrecht, bevor seine Hände, Arme, Kopf das Wasser berühren und er wie ein Pfeil untertaucht. Scheinbar endlose Sekunden später taucht sein Kopf in der Mitte des kleinen Sees auf. Mit einer heftigen Bewegung schüttelt er sich das dichte, nasse Haar aus den Augen und schwimmt dann in kraftvollen Zügen auf die Mädchen zu. Unwillkürlich atmet Tammy laut aus, hat sie doch vor Spannung die Luft angehalten. Mein Gott, er sieht so endlos verdammt gut aus, schießt es ihr durch den Kopf, als Devon bekleidet nur mit tropfnassen, abgeschnittenen Jeans zu den Mädchen auf die Steinplatte kommt. Devon, du bist so ätzend. Was willst du denn hier? Mault Charlotte. Na, dich abholen, was dachtest du? Mit einer gleitenden Bewegung setzt Devon sich neben Tammys Badetuch auf den warmen Stein. Tammy dreht sich betont gleichgültig auf den Rücken und schließt die Augen. Was glaubt er eigentlich? Sie hat ihn nicht eingeladen, sich neben sie zu setzen, und quatschen will sie mit dem schon gar nicht. Eine noch nasse, aber warme Handfläche legt sich auf ihren nackten Bauch. Ein heißes Zittern durchfährt sie ungewollt und sie schießt empört hoch. Sag mal, spinnst du? Hascht sie Devon an. Tickst du noch richtig? Sie spürt, wie sich ihre Wangen vor Wut rot verfärben. Mann, Devon, du bist so ein Arsch. Annes betont raue Stimme. Sie lacht verführerisch und zieht mit aufgeworfenen Lippen an ihrer Zigarette. Devon steht geschmeidig wie eine Katze auf. Komm, Charlie, wir müssen nach Hause. Ach nö, Lisbeth muss auch noch nicht. Ach komm jetzt, mein Moped steht da und du darfst vorne mitfahren. Au ja, das ist geil, aber gib ordentlich Gas. Jubel springt Charlotte auf und stopft ihre nassen Badensachen in die Tasche. Ladies, Devon dreht sich mit einem Grinsen um. Nicht unterkriegen lassen. Er greift nach der Hand seiner Schwester und zieht die hüpfende, plappernde Kleine hinter sich her. Ohne darüber nachzudenken, starrt Tammy ihm nach. Er dreht sich um und sieht Tammy direkt in die Augen. Stahlgrauer, intensiver Blick. Ein Schaudern durchfährt sie. Er ist so hot, 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 seufzt Anne und drückt ihre Zigarette neben sich auf dem Felsen aus. Und er steht auf dich. Du hast sie nicht mehr alle. Spinnst du? Das ist der heißeste Typ ever. Wenn der mich angrapschen würde, oh Mann, ich würde abdrehen. Du bist echt nicht ganz dicht. Mir wäre es recht, er würde dich angrapschen. Ich bin da nicht sonderlich scharf drauf. Ärgerlich steht Tammy auf. Ich gehe jetzt auch, wird langsam kalt. Okay, Lise, brüllt Anne, als ob ihre Schwester sich meilenweit entfernt befände. Wir gehen. Und vielleicht kann ich ihn dir abnehmen, also wenn du ihn nicht willst. Sie grinst. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ach Niki, geh doch mal weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also ich persönlich muss ja sagen, dass Devon und Tammy so ein bisschen meine Lieblings-Love-Story ist. Ja, ich weiß, bis jetzt ist es auch die einzige, aber es werden noch mehr kommen. Und ich wette, dann sind sie immer noch meine Lieblings-Love-Story. Genau, ich hoffe, ihr mögt die beiden auch gerne. Also was heißt mögen? Ich glaube, Devon kann man gar nicht wirklich mögen. Aber ich hoffe, ihr mögt die Geschichte auch beide. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.
die Geschichte auch beide. Die Geschichte, ich hoffe, ihr mögt auch die Geschichte der beiden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!